So, guten Morgen. Heute geht es der Ananas an den Kragen. Ich versuche jetzt noch einmal ein leckeres Eis herzustellen und diesmal wird es so eine Art Sorbet werden mit dieser Baby-Ananas. Ich habe das mal gegoogelt, so 100 Gramm. Ananas kann man irgendwie essen, hat nicht so viel Kohlenhydrate. Ja, mal gucken, wie viel denn das Fruchtfleisch tatsächlich wiegt, wenn ich die geschält habe und oben das hübsche, ja, Käppchen entfernt habe. Dann gucken wir mal, wie viel das alles wiegt und ob das noch so im Rahmen bleibt oder nicht. Und wenn es heute nicht im Rahmen bleiben sollte, ist es egal. Ich sag mal, eine Ananas ist jetzt nicht so schlimm und sie hat ja auch Vitamine und Nährstoffe und dann, ja, kann man das auch ohne weiteres essen. Paaren möchte ich das mit Pfefferminzblättern und ich habe auch das gegoogelt und es haben tatsächlich Pfefferminzblätter, glaube ich, so 13 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm Pfefferminze. Aber Pfefferminze wiegt höchstwahrscheinlich nicht ganz so viel. Deswegen, ja, gucke ich gleich mal. Ich werde ein paar Minzblätter holen, dann wiegen wir die mal und schauen mal, wie viel denn eigentlich 100 Gramm Blätter ausmachen. Und ja, das Ganze werde ich jetzt erstmal schälen, pürieren und dann in die Eismaschine geben und dann schauen wir mal weiter. Ich bin so gespannt. So, jetzt war ich mal eben geschwind draußen und habe mal ein bisschen was abgeschnitten. Das ist jetzt meine Minze und es ist tatsächlich eine Sorte Erdbeerminze und eine Sorte Ananasminze. Ich habe jetzt mal von beiden so ein bisschen was abgeschnitten und jetzt schauen wir mal, also wie viel das Ganze wiegt. Also ohne Strunk natürlich, sondern nur die Blätter. Ich bin total gespannt. So, leider hat meine Kamera das nicht aufgenommen, aber ich habe das schon probiert und es schmeckt wirklich ganz, ganz toll. Es ist von der Konsistenz her klasse, es ist richtig süß, das kommt natürlich immer auf die Frucht an. Ein kleiner Tipp, wer einen Hochleistungsmixer hat, sollte einfach mal darauf achten, dass es richtig lange gemixt wird, damit das richtig schön fein ist. Wasser habe ich auch nicht hinzugegeben, allerdings habe ich jetzt ja, aus den 20 Gramm Pfefferminzblättern noch einen kleinen Smoothie gemacht, weil ich habe mich dann doch nicht getraut, alles da rein zu kippen. Und hier habe ich jetzt in die Masse, also in diese 400 Gramm Ananas, einen Esslöffel reingemacht. Man schmeckt die Pfefferminze nicht raus, aber vielleicht ist auch das besser so, weil sonst würde der, ja, der Geschmack einfach der Ananas nicht so richtig rauskommen. Und aus dem Rest habe ich mir einfach so ein Getränk gemacht mit ein bisschen Stevia. Also es ist schon krass, ne, wenn man jetzt
Ja, die Pfefferminzblätter jetzt nur mit Wasser und ein bisschen Zitrone, das schmeckt schon sehr, sehr interessant, würde ich mal sagen, sehr anstrengend. Aber man kann es durchaus trinken und ich glaube, so ungesund ist das auch nicht. Und es sind ja immer, ja, es sind ja nur 20 Gramm. Der Rest hier ist noch drin. Ich habe jetzt zwei solche kleinen Behälter rausbekommen. Der Rest ist hier drin. Ich habe jetzt nicht die Funktion genutzt, wo das ja im Grunde genommen so runterfällt, wie so in so einer normalen Softeismaschine, weil die Konsistenz des Sorbets passt einfach nicht dazu. Und das kratze ich jetzt hier mit dem Eisportionierer raus. Das geht eigentlich ganz gut. Und ja, die Maschine, das habt ihr ja gestern schon gefragt, das ist eine Eismax-Maschine. Affiliate-Link in der Infobox. Es wisst ihr Bescheid, falls irgendwie jemand Interesse hat, sich das anzuschauen oder zu bestellen. Und ja, ich würde mal sagen, dieses Experiment ist auf jeden Fall geglückt. Es schmeckte wunderbar. Ich werde jetzt gleich mein leckeres Eis genießen und so viel wird das jetzt auch nicht sein. Das heißt also, man kann das bedenkenlos essen und konsumieren und ja, was für eine Freude. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mal sagen, bis morgen. Tschüss.